Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, wo ich drei Titel mit dabei habe, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Und zwar habe ich heute mit dabei Gejagt, die Flucht der Angela Davids. Dann habe ich mit dabei Strangers in Paradise Band Nummer 1 und King in Black Band Nummer 1 des aktuellen Marvel Events. Und mit dem Band fange ich an der Stelle auch an. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich so meine Event-Probleme habe. Oft ist da viel Boom um nichts und viele der Events, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, haben mich irgendwie so komplett gelangweilt, weswegen ich auch die letzten beiden Events nur so bis zur Hälfte gelesen hatte und seitdem liegen sie auf dem Lesestapel und warten darauf, dass es irgendwann vielleicht doch noch beendet. Weswegen ich mir fest vorgenommen habe, dass ich bei Events jetzt genau gucke, wer schreibt es, wer steht da im Mittelpunkt und muss man es unbedingt haben oder besser gesagt, muss ich das unbedingt für meine Sammlung haben, weil ich jetzt schon so lange wieder bei Marvel und DC dran bin, habe ich gefühlt schon alle Szenarien durchgelesen gehabt. Trotz dessen gibt es immer wieder Events, wo ich im Vorfeld dann doch noch gehypt bin und das war jetzt hier bei King in Black auch der Fall. Zum einen fand ich diese ganze Sache mit dem Symbiontengott super interessant und fand es auch cool, dass Don Cates jetzt doch wieder alles über Bord geworfen hat, was Bendis geschaffen hat. Oder nicht genau alles, aber er hat die ganze Mystik um den Venom-Symbionten dann doch wieder düster gemacht und obendrauf halt noch mal den Symbiontengott eingeführt. Und der wiederum greift jetzt die Erde an und die Ereignisse überschlagen sich. Ich war komplett überwältigt, mit was für ein Tempo die Geschichte erzählt wird. Gefühlt passiert hier im ersten Heft, wo andere Events 5 Hefte für brauchen, schon alles in ein Heft ganz kompakt und das habe ich unglaublich abgefeiert, weil es fängt direkt damit an, dass Null auf die Erde kommt, die Helden haben so gar keine Chance, die ganzen Avengers werden vom Venom-Symbionten heimgesucht und stehen unter der Kontrolle von Null und Null entscheidet sich auch noch dazu, den kompletten Planeten mit einem Symbionten zu überziehen, sodass keiner die Erde verlassen kann und keiner auf die Erde zu Besuch oder besser gesagt zum Retten kommen kann. Obendrauf natürlich mal wieder ein Heldentod, wo ich gar nicht spoilern möchte, wer stirbt, aber das ist super interessant, in Szene gesetzt und obendrauf auch noch ein Easter Egg zu The Siege und ich denke mal, wer The Siege gelesen hat, kann sich schon denken, was für ein Tod das dann sein wird und das ist natürlich damals für alte Leser richtig cool, dass man halt diese Brücke geschlagen hat, wobei alte Leser auch übertrieben ist, aber wer vor 10 Jahren schon Marvel gelesen hat, erkennt dieses Easter Egg sofort und der Tod ist an der Stelle auch noch gut weitergedacht, weil hinten dran noch jede Menge Tie-Ins veröffentlicht werden, wo es einen mit Jane Foster gibt, die ja aktuell als Valkyrie unterwegs ist und die Toten begleitet und die begleitet halt an der Stelle den Helden, der in diesem Event stirbt und ansonsten empfinde ich solche Tode immer als viel zu plakativ und irgendwie ist es schon der Running Gag. Es startet ein Event und ein Held stirbt, aber wie das Ganze hier umgesetzt wurde und wie dann mit diesen toten Helden weiter verfahren wird, fand ich super interessant. Allgemein muss ich sagen, dass die Tie-Ins so stark geschrieben sind, dass es mich wirklich von den Socken gehauen hat. Anfangs war ich mir unsicher, ob das Konzept jetzt so cool ist, dass Panini hingeht und nicht nur das Event einzeln veröffentlicht und nebenbei noch die ganzen Tie-In-Bände, sondern jetzt alles in ein Band reinpackt. Sprich, man hat hier drin 2 Event-Hefte und der ganze Rest von den ganzen Heften, die hier drin abgedruckt wurden, sind Tie-Ins. Allerdings sind die Tie-Ins so stark und beflügeln das Event auf der anderen Seite so sehr, dass das genau die richtige Entscheidung von Panini gewesen ist mit der Veröffentlichung. Und direkt der erste Tie-In, der hier drin abgedruckt wurde, nach den Event-Heften, war der absolute Knaller. Da ist nämlich Hulk in der Hauptrolle und es wird kein einziges Wort geschrieben. Sprich, es ist mal wieder so ein Comic ohne Worte, was so mittendrin nach der ganzen Action kommt oder was heißt nach der Action, so zwischen der Action kommt und so ein bisschen das Tempo rausnimmt, nachdem schon das ganze Startheft so übertrieben actiongeladen gewesen ist. Und da muss ich sagen, hat Panini die ganzen Hefte eine richtig tolle Reihenfolge veröffentlicht. Und selbst solche Charaktere wie Spider-Gwen, die mich gar nicht so sehr interessieren, haben hier einen richtig coolen Auftritt. Und das Event macht durch die Bank weg Spaß. Und ich hoffe, ich habe es jetzt geschafft, so spoilerfrei wie möglich euch für das Event zu begeistern, weil King in Black sollte man definitiv gelesen haben. Obendrauf kommt noch die Tatsache mit Eddie Brocks Sohn weiter in den Vordergrund, der auf jeden Fall nach diesem Event eine ganz wichtige Rolle im Marvel-Universum spielen wird, wo ich aber an der Stelle gar nicht so viel wegspoilern möchte. Und wie gesagt, King of Black hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich möchte jetzt keine 10 von 10 raushauen, weil das Ding hat jetzt nicht alles neu erfunden und ist das nicht das beste Comic, was ich diesen Monat gelesen habe, aber es hat mich durch die Bank weg richtig gut unterhalten, weswegen ich an der Stelle eine sehr, sehr starke 8 bis 9 von 10 für den ersten Band von King of Black raushaue. Dann geht's direkt weiter mit Strangers in Paradise von guten Terry Moore, den ich ja so vor 2-3 Jahren kennen und lieben gelernt habe. Ich liebe seine Zeichnungen und ich liebe seinen frischen Ansatz für Geschichten, die man so schon 1000 Mal erlebt hat. Sei es der Welch Rising, wo es um eine von den Toten auferstandene Frau geht, was man schon 1000 Mal erlebt hat, aber er spiegelt die ganze Sache dann einfach so interessant wieder und schafft es mal wieder, so eine ganze Kleinstadt zum Leben zu erwecken, wo ich eh ein großer Fan von bin, weswegen ich weiß, der gute Herr hat es drauf und ich erwähne es an der Stelle nochmal, ich liebe seine Zeichnungen. Und Schreiber und Leser hat auch seine erste Serie, Strangers in
in Paradise komplett veröffentlicht. Der erste Band hat mittlerweile auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich habe ihn jetzt zum Glück zugeschickt bekommen. An der Stelle schöne Grüße und ein dickes, fettes Danke, dass ihr mir den Band noch zugeschickt habt. Und Schreiber und Leser hat hiermit eine richtig tolle Serie veröffentlicht. Weil, wenn ihr mal so darüber nachdenkt, wie komplex zwischenmenschliche Beziehungen sein können und wie viele Facetten Liebe hat und wie sich Liebe entwickeln kann, sind das halt super komplexe Themen. Selbst die Wissenschaft weiß ja noch nicht genau, was es mit der Liebe genau auf sich hat und warum Liebe entsteht. Und da Liebe so viele Facetten hat, ist das halt so eine Sache, die man auf ganz viele verschiedene Seiten interpretieren und auch verschieden darstellen kann und auch ausarbeiten kann. Seifenopern schaffen das Ganze eigentlich immer nur so oberflächlich. Und auch bei den Superhelden spielt Liebe immer wieder eine große Rolle, gerade bei Batman, wo mal während der New 52 zwischendurch eine große Liebe stattgefunden hat und mit ihnen dann zwei Hefte später wieder stirbt, was dann so ganz am Rande bei der Dark Knight Heftserie gewesen ist, aber danach hat das irgendwie keine große Rolle mehr gespielt. Und hier fand ich das Interessante, dass hier die Liebe die große Rolle spielt und die Actiongeschichte, die auch vorhanden ist, spielt nur im Hintergrund statt. Und Terry Moore schafft es, auf der einen Seite eine richtig interessante Seifenoper zu erzählen und trotz dessen noch so einen Boom-Effekt mit reinzubringen, mit Überraschungen und Storywendungen, mit denen man gar nicht rechnet. Und das Ganze fängt recht leicht an mit Francine in der Hauptrolle, wobei sie echt nur eine der Hauptrollen hat. Aber das ganze Ding fängt so an, dass man am Anfang Francine für die Hauptfigur haltet, oder zumindest ging es mir persönlich so, und die wiederum ist mit ihrer großen Liebe jetzt seit einem Jahr zusammen, hat aber auch seit einigen Jahren noch nicht mit ihm geschlafen, weil sie warten wollte, bis die Beziehung befestigt ist, bis sie das erstmal zusammen ins Bett gehen, und sie hat halt selber herausgefunden in den letzten Jahren oder feststellen müssen für sich selber, dass die meisten Männer sie direkt verlassen haben, nachdem sie mit denen in die Kiste gestiegen ist, weswegen sie diese Beziehung anders angehen möchte. Allerdings hat ihr Freund da mittlerweile gar keinen Bock mehr drauf, macht riesige Anstalten und zickt rum und verlässt sie daraufhin und geht ihr sofort fremd, und das bricht ihr natürlich das Herz, und ab dann geht es dann eigentlich erstmal darum, dass ihr das Herz gebrochen wurde und dass sie überdenkt, ob die Herangehensweise an diese Beziehung richtig gewesen ist. Auf der anderen Seite gibt es dann noch ihre beste Freundin Cacho, mit der sie sich die Wohnung teilt, und die wiederum hat sich unsterblich in Francine verliebt, aber Francine merkt das Ganze noch gar nicht, obwohl es für die ganze Umwelt unglaublich auffällig ist. Und dann wiederum gibt es noch David, einen Kunststudenten, der sich komplett in Cacho verschossen hat, und Cacho wiederum ist so interessant und kristallisiert sich innerhalb des Bandes dann doch als die Hauptfigur raus, dass man mit ihr auch nochmal 10 weitere Bände an Vorgeschichte veröffentlichen könnte, weil ihre Vorgeschichte total bitter ist, total drastisch erzählt wird in so kleinen Rückblenden, wo sie dann erzählt, was ihr alles widerfahren ist, weswegen man komplett verstehen kann, dass sie zu einer absoluten Männerhasserin geworden ist, aber es kristallisiert sich dann auch heraus, dass sie gar nicht wirklich lesbisch ist, sondern vielmehr bisexuell, und dass David vielleicht doch bei ihr Chancen hätte, wenn der nicht noch ein großer Haken mit David wäre, dem ich euch jetzt bewusst verschwiegen habe. Und ich hoffe, ich konnte euch das auch nur annähernd sagen, wie komplex dieses Ding ist. Also das Ding ist mindestens genauso komplex, wie die Liebe sein kann. Und wer sich schon mal in einen anderen Menschen verliebt hat, wird sich hier drin vielleicht in der einen oder anderen Szene wiederentdecken oder wird verstehen können, warum die Charaktere in der einen oder anderen Szene so handeln, wie sie nun mal handeln. Ich muss sagen, der erste Band hat mir schon richtig gut gefallen. Ich habe richtig Lust, die Serie weiterzulesen. Neil Gaiman sagt zu der Serie, es hat an der Stelle Schreiber und Leser hinten abgedruckt: Was die meisten Menschen nicht wissen über Liebe, Sex und Beziehungen, würde Bände füllen. Diese Bände sind Strangers in Paradise, und ich finde, viel besser kann man das ganze Ding in einem Satz gar nicht zusammenfassen. Ihr hört es wahrscheinlich schon raus, für mich war der erste Band tatsächlich eine 10 von 10, weil ich fand die Zeichnung großartig, ich fand die Charaktere großartig, ich fand die Story großartig und war dann überrascht, wie komplex man Liebe in Comics darstellen kann, und bin echt gespannt, was für Richtungen die Serie noch einschlagen wird, nachdem der erste Band schon so viele Überraschungen für mich parat hatte. Zu guter Letzt wiederum möchte ich mich einen Comic widmen, was mich tatsächlich traurig gemacht hat, aber das ist auch bewusst so gewählt. Und zwar geht es um die Geschichte Gejagt, die Flucht der Angela Davis. Es ist eine Geschichte von einer super starken Frau, die sich durchgesetzt hat in einer Zeit, wo es gerade für eine schwarze Frau in Amerika alles andere als leicht gewesen ist. Obendrauf ist sie auch noch eine Kommunistin, was es die ganze Sache noch schwerer gemacht hat, zu der Person zu werden, die sie geworden ist, die sie aber nicht geworden ist, weil sie einfach Bock drauf hatte, sondern weil die Umstände sie dazu gebracht haben. An der Stelle muss ich auch erwähnen, dass die politischen Reden, die sie gehalten
und geschrieben hat, hier nicht festgehalten werden, weil es hier tatsächlich um die Jagd nach Angela Davis geht, wo sie von FBI gejagt wurde, wegen angeblichen Mordes, was tatsächlich gar kein Mord von ihr gewesen ist, aber damals in den 70ern wurden halt solche Sachen fahrenscheidig genommen, um halt Kommunisten oder solche, die gefährlich werden könnten, für die amerikanische Politik hinter Gittern zu bringen und denen alles andere als einen fairen Prozess zu bieten. Und das Ganze fängt auch damit an, dass man auch Rückblicke in die Kindheit von Angela Davis in die Slums bekommt, wo halt an der Tagesordnung war, dass tagsüber die Polizisten Polizeigewalt ausgeübt haben, die Leute gejagt haben oder halt einfach komplett sinnlos unter augenscheinlichen Gründen verhaftet haben und dann abends der Kuckucksklan Molotow-Cocktails durch die Scheiben geworfen hat, weswegen das Viertel auch Dynamite-Block genannt wurde. Und die Angela Davis musste schon in jungen Jahren feststellen, dass das nicht ihre Art des Lebens ist und dass sie aus dieser Hölle kommen muss. Und als sie mit ihren Freundinnen auf dem Weg zur Schule an der Polizei vorbeigeht und die Freundinnen sie sofort darauf hinweisen, ey, du musst auf den Boden gucken, wir gehen ja an der Polizei vorbei, die suchen nur einen Grund, um mit dem Knüppel auf uns draufzuschlagen, wird ihr bewusst, nein, ich darf mich nicht hier dran gewöhnen. Ich muss nach oben gucken, da oben ein Haupt ist dafür kämpfen, dass wir alle in Freiheit leben können. Und diese Geschichte wird sich halt hier drin gewidmet. Der ganzen verrückten Werdegang durch die Politik, die damals so krank rassistisch gewesen ist. Aber ich habe mir nach der Lektüre auch nochmal ein paar aktuelle Reden von Angela Davis angeguckt und sie sagt es auch in den aktuellen Reden und ihr seht es wahrscheinlich selber auch gerade in der Weltpolitik. Es hat sich gar nicht so viel geändert und auch heute sind noch so viele Sachen so krass falsch am Laufen und ich finde es unglaublich wichtig, dass solche Geschichten immer wieder niedergeschrieben werden, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Ich muss ganz ehrlich sagen, Angela Davis kannte ich im Vorfeld nicht und ich bin so froh, diese Dame jetzt hier durch die Lektüre dieses Comics kennengelernt zu haben, weil es ist eine der stärksten Frauen, über die ich mein ganzes Leben gelesen habe. Es könnte meinen Hut 20-fach vor ihr ziehen, wenn ich einen Hut tragen würde und Chapeau, was die Dame damals geschafft hat, was für eine wichtige Persönlichkeit sie selber für die Black Power Bewegung geworden ist und dass sie auch mal eben so einen Hungerstreik im Gefängnis in Einzelhaft ausgehalten hat, ohne zu wissen, wie das Ganze enden wird. Obendrauf natürlich noch die ganzen politischen Sachen, die zwischen den 50er und 70er Jahren passiert sind, die hier während der Geschichte auch eine sehr große Rolle spielen, wie zum Beispiel der Tod von Martin Luther King, der hier nur am Rand erwähnt wird, weil sich halt echt mit dem Hauptaugenmerk auf die Geschichte von Angela Davis und deren Rolle gewidmet wird. Und ich kann gar nicht oft genug sagen, wie krass diese Frau ist, wie krass dieses Comic ist und wie wichtig solche Veröffentlichungen sind. Und alles andere wie 11 von 10 Punkte wäre hier, finde ich, gerechtfertigt. Die Zeichnung, muss ich ganz ehrlich sagen, hatten hier und da mal so kleine schwächere Seiten oder da und hier haben mir irgendwo mal die Perspektiven ganz kurz nicht gefallen. Aber da die Geschichte so wichtig ist und die Frau so powergeladen, ist alles andere wie 10 von 10 Punkte tatsächlich für dieses Werk nicht gerechtfertigt. Und ihr solltet euch das Comic definitiv reinlesen, ihr wisst, was ich meine, reinziehen und euch im besten Fall danach noch den Wikipedia-Antrag der guten Dame durchlesen und dann die gute Dame vielleicht auch mal auf YouTube suchen, falls ihr noch keine Dokumentation über die gute Dame gesehen haben solltet oder aktuelle Reden, weil was die gute Dame erzählt, ist sehr interessant und wie gesagt, es ist eine der krassesten Frauen, über die ich mein Leben gelesen habe. Damit bin ich tatsächlich durch für heute. Unbedingt mal eure Meinung zu den Comics in die Kommentare reinballern, die ich gerade vorgestellt habe. Ansonsten würde ich sagen, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, einen Daumen nach oben und Abo da lasst, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!